Hallo alle miteinander und willkommen hier zu unserem neuesten Video, eine Reaction. Hallo, Wollo. Geil. Wollo. Hi. Wollo möchte mir gerne eine Werbeanzeige zeigen. Ja. Das ist ihm wichtig. Dieses Video lief schon öfter als Werbung vor oder zwischen den Videos, die ich geguckt habe. Und ich habe die schon zweimal komplett durchlaufen lassen, weil sie mich einfach jedes Mal wieder fesselt. Weil es einfach so geil ist. Es ist übertrieben geil. Das heißt, wir machen jetzt eine Reaction auf eine Werbung. Das ist so ein bisschen hier QS24 oder wie das heißt. Und es geht um Slapchop, Wollo. Das, was der in der Hand hat, ist Slapchop. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst. Okay, aber was viel Größerem gerechnet. Nein, Alter, das ist so geil, Alter. Das ist so geil. Okay, bist du bereit? Ja. Whew. Fits with Slap Chop. You're gonna be in a great mood all day because you're gonna be slapping your troubles away with the Slap Chop. Now look, here's a potato. One slap, you got big chunks for stews. Two slaps. Was sagst du? Oh mein Gott! Ist das geil? Das ist so krass. Das ist so geil. Ich möchte das haben. Gibt es das denn? Krieg da noch mehr zu sehen? Sonst kann das nichts, oder was? Ja, slappen halt, aber guck mal wie. Home fries in a second, and look at this. But you add a mushroom, the more you do it, the finer it gets. You don't have to switch any blades. Now, you love salad, you hate making it. You know you hate making salads, that's why you don't have any salad in your diet. Watch this, one slap, salad. I love pizza too, but once in a while, get the veggies in. At least throw it on top of the pizza. You're gonna change your eating habits. Soup, coleslaw, stuff you want, 5 seconds, 4 or 5 seconds, it's done. This thing, this tuna, looks boring. Stop having a boring tuna. Stop having a boring life. Add this tuna, put it here like this. Now you're gonna have a nice tuna salad. Look at this. You're gonna have an exciting life now. Look, here. Was sagst du dazu? Ich könnte ein spannendes Leben haben mit dem Slapchop. Das ist überkrank, oder? Das Einzige, aber ich meine, man könnte jetzt sagen, da passt vielleicht ein bisschen zu wenig rein, aber das geht ja so schnell. Du kannst ja auch einfach. Ja, du machst halt zweimal, dreimal, was weiß ich. Ja, aber wie krass ist das denn? Das ist viel geiler wie dieses Ding, wo du so dran drehst. Ich ärgere mich ja gerade, dass ich gerade erst vor wenigen Tagen dieses Ding gekauft habe, an dem man zieht. Ja, oder? Das ist, weil du kannst entscheiden. Ich ärgere mich. Das ist übergeil. Guck dir an. Es ist halt, und der Typ ist auch so unterhaltsam irgendwie. Here's a hard-boiled egg. One shot. You add the pickle. You add the green onion. And what you can do, you can mix things together. You add the ham and you're gonna love this. You don't have time to make breakfast. Breakfast to go. You're gonna love my nuts. Watch this. Almonds, walnuts. Yeah. Comes with a cover. So you can do everything in the cover. All right? Or you can do it on the board. Whatever you'd like. So easy. One finger. If I could do it with one finger, you guys can do it with your whole hand. Kids can do it. You know what they charge at the ice cream stores? A dollar for time. Das ist mit one finger, Alter. Er ist voll der Profi. Wir können doch mit der ganzen Hand machen, aber. Warte mal, gibt's davon verschiedene? Der zeigt am Ende noch so ein anderes Ding irgendwie. Aber das ist überstark, oder? Ich bestell das gleich. Das Ding ist halt, das gibt's bei Realkorn, ne? Für 11,99 Euro. Was? Aber hier steht Knoblauch. Hä? Dran, aber das ist. Aber das ist genau das Ding. 11,99 Euro bei Real. Ja, bestelle ich mir. Cool. Das ist halt übergeil. Ich bin aus China. Kommt zwischen dem 9. und 30. Juli an aus China. Wenn du es bei Real bestellst? Ja. Ich auch gerade ein bisschen weird. Aber okay, warum nicht? Das ist ein überkrass. Weißt du, und wir machen jetzt kostenfrei Werbung hier. Die können uns mal bezahlen eigentlich. Weil ich meine ganz im Ernst, jeder, der das gerade sieht, will sich das kaufen. Geht. Also ich meine, mit dem Drehding, das ich habe, bin ich eigentlich... Das reicht mir. Ja, aber da kannst du ja nicht alles machen. Und da kannst du es auch nicht so in verschiedenen Stufen machen. Nee, in verschiedenen Stufen nicht. Das ist wahr. Ja, wobei doch. Nee. Oh, nicht so. Doch. You can make it for 10 cents. Guck mal. Throwing your money away. You know, not only nuts, what about fruit? Put a mango. Guck mal, wie gut das aussieht. Oh, yeah. Isn't that beautiful on your ice cream? The reason you're gonna slap away every day is because it's so easy to clean. Stern-Effekt? Kommt er dann auch, wenn ich das hochhebe? Ja. Ja, das war gerade, das war kein Effekt. Das ist einfach so, ne? Two. And pops open like that, like a butterfly to clean. Now, these other ones that you've seen in the stores, bacteria gets in the food. All the stores have this. You can't clean it. You can't open this up. It's worthless.
Forget about it. Now, take the slab chop, put it back together, and you get the garlic. All right, here's the garlic with the skin. There you go. The skin is the garlic. You mit dem Skin. Alter, wenn das funktioniert, es nervt mich halt immer, vom Knoblauch die Haut abzupulen. Ja, brauchst du da nicht mehr. Immer mega. Die geht einfach so ab, dann kannst du sie wegnehmen. Es wäre halt stark. Eat more garlic, the onions, with the skin. All right, this is making you cry, you're making me cry. All right, life's hard enough as it is. You don't want to cry anymore. Put the slab chop right there. The skin's at the bottom. Hey, look, so you want a little bit of onions? You don't want to drag out the food processor? The skin comes right off. You see that? All right, now put a tomato in. Das glaube ich nicht. Ist das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist doch fake jetzt. Das war doch Special Effect. Das ist doch eine Hollywood-Produktion, die mir gezeigt wird. Das ist nicht fake. Das muss so sein. Das ist überstark, das Ding. Leute, in die Kommentare, ob ihr das glaubt. Theoretisch, boah, weißt du was, Korn? Du musst es dir wirklich kaufen. Oder machen wir ein Produkttestvideo. Ob das wirklich so ist, wie in dem Ding. Dann pust du eine Zwiebel rein, guckst, ob die Schale abgeht. Ja, mit dem Knoblauch auch. Das ist ja geil. Der Slapjob. Und der Typ, der erzählt es auch, ich glaube dem jedes Wort. Oh, jedes einzelne Wort. Ne? Yeah, onion makes me cry, makes you cry. Das ist so stark, Alter. Also, ich bring's mir nicht zum Weinen. Ja. Nicht? Nee, wegen der Zwiebel weine ich nicht, keine Ahnung. Das macht mir gar nichts. Nimm mal ein stumpfes Messer, du Bonze, ey. In there, add your cilantro, your hot peppers right there, you hit it like this. Guys, we're gonna make America skinny again, one slap at a time. It's very quick. It's a time saver for recipes. Just take it apart, washes, put it in the drawer, good to go. It's easy, you just got one hand and chop. Now here's the deal, when you buy the slap chop, we're gonna give you the Grady for cheese. White cheese, yellow cheese, in the container, comes with a twister. And watch this, tacos, fettuccine, linguine, martini, bikini. Das sieht so aus. Mega stark. Den gibt's aber nicht dabei. Ja, nee, aber real nicht, nee. Look at that, comes with two blades, just bang it. The cheese comes right out, fine and coarse. Parmesan comes with a cover, stays sealed. Put it in the fridge, take it out when you need it, pass it around a table, you're gonna love this thing. The slap chop sells for $29.95, but if you call... Aber ist auch teurer. Ist das das Original aus Asien oder ist das eine billige Nase? Also es steht Slap Chop dran. Now, within the next 20 minutes, because you know we can't do this all day. Ich habe ein Standbild. You're gonna get the Grady. Slap Chop sells for $29.95, but if you call now, within the next 20 minutes, because you know we can't do this all day, you're gonna get the Grady absolutely free. So that's two for $29.95. The Slap Chop with deswegen the Grady. Auch hier teurer, here's how to order. Call 1-800-574. Yeah, call 1-8-9-0-0. Angerufen? Bin ich durchgekommen. Müssen so viele angerufen haben. Das kann ich mir vorstellen. 8366. Call now and you'll get the Grady absolutely free with a slap chop. When you call, also ask about our foldable cutting board. That's 1-800-574-83. Die haben auch ein faltbares Cutting Board? Alter, was ist in dieser Welt los? Wie krass ist denn ein faltbares Cutting Board? 1-800-574-8366. Call now. So, ja, aber das war eine Werbung. Da stand doch gerade, not in stores, beware of imitators. Hi. Steht da dran. Ja. Ja, aber hier gibt's das doch. Bei AliExpress kriegst du sogar für 8,47 €. Bei AliExpress? Bei eBay kriegst du für 10, aber das sieht anders aus. Da ist auch ein anderer Hersteller drauf. Das wäre eine gute, damit kannst du Geld verdienen. Kaufst du dir bei Wish kostet es 6 €. Gibt's das bei Wish? Ja. Oh nein, das ist safe nachgemacht. Nee, ich brauch schon einen Original-Slapjob. Muss ich mal recherchieren. Amazon, Slapjob Original-Hobel mit Klinge. Ja, kostet er auf Amazon derzeit nicht verfügbar. Ah. Jetzt müssen wir, ne, so verdient man Geld, Wollo. Jetzt müssen wir das für 8 € aus AliExpress 50 mal kaufen und dann für 20 € auf Amazon verkaufen. Das ist, so macht man Geld. Ja, aber das ist der Originale. Da ist sogar der Typ auf der Verpackung drauf. Ach, wirklich? Ja, das will ich haben. Da steht auf TV. Fuck, Mann, wie kriege ich das denn? Es ist on TV. Leute, könnt ihr mal auf slapjob.com gehen und den schreiben? Dass ich sowas brauche.
Making America Skinny Again. Oh mein Gott. Das steht auch auf der Verpackung. Ja, damit werde ich, werd ich die Challenge locker gewinnen. Das ist ja unfair, wenn du einen Slapjob hast. Ja, was sagst du jetzt? Willst du auch kaufen? Das ist ja nicht fair. Also ja, grundsätzlich, ja, würde ich kaufen. Ich sehe jetzt die ganz krasse Dringlichkeit nicht, aber... Also ich sehe die. Grundsätzlich... Guck mal, ich könnte... Weißt du was, ich hasse einen Apfel. Ich könnte da einfach einen Apfel schneiden. Ich bräuchte nie wieder einen Apfel schneiden. Naja, gut, du musst ihn erstmal anschneiden, ne? Ja, einmal in der Mitte. Ja, aber ein Apfel schneiden ist jetzt auch wirklich nicht das große Problem. Doch, ich esse nie Äpfel, weil ich die schneiden muss. Als ob. Ja, ich habe letztens 6 Äpfel gekauft und ich habe die nicht gegessen. Ich habe letztens 4 Äpfel gekauft und nicht gegessen. High five, Alter. Oh Mann, ey. Das sagt aber auch nur, nachdem ich es gesagt habe. Ne? Immerhin war ich so schlau, nur 4 zu kaufen, weil ich nur 4 wegschmeißen wollte später. Vorbildlich, das lobe ich mir. Der Wollo. Ja, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch einen Slapjob kaufen würdet. Wenn nicht, seid ihr einfach nur dumm in meinen Augen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.